Ein Apfel fällt vom Baum. Berechne die Masse der Erde. Wir wissen, dass die Fallbeschleunigung klein g 9,81 Meter pro Quadratsekunde beträgt. Wir wissen auch, dass der Erdradius 6.375 Kilometer beträgt, das heißt 6,375 mal 10 hoch 6 Meter. Wir suchen die Masse der Erde, die wir in Kilogramm ausdrücken. Und um diese Masse herauszufinden, nutzen wir die Formel vom Gewicht und diese Formel von Newton zur Berechnung der Gravitationskraft. Das Gewicht vom Apfel stimmt mit der Gravitationskraft überein, mit der die Erde den Apfel anzieht. Also so. Und das führt dann sofort zu dieser Gleichheit. Diese Gleichheit können wir durch die Masse des Apfels kürzen, was also bedeutet, dass die Masse der Erde nicht von der Masse des fallenden Körpers abhängt. Selbstverständlich nicht. Aus dieser Gleichheit schließen wir diese und jetzt ersetzen wir klein g durch 9,81, Radius der Erde durch 6,375 mal 10 hoch 6 Meter und diese Gravitationskonstante groß g durch 6,67 mal 10 hoch minus 11. Und somit finden wir als Masse der Erde ungefähr 5,98 mal 10 hoch 24 Kilogramm.